Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Credit Pubs, dem Clan-Kanal. Erstmal kommen wir natürlich zum Gameplay. Das Gameplay ist ein 116er GS auf der Map Hijacked und es ist wirklich ein mega nice Gameplay von Multiteam Legend. Und mich würde es immer übertrieben freuen, falls ihr mich abonnieren würdet. Ich stehe jetzt 15 Abonnenten vor den 300 und mich würde es immer übertrieben freuen, falls wir irgendwie an die 290 oder so rankommen würden. Diesmal habe ich auch eine kleine Schulstory mit dabei und da geht es einfach mal um die allerschlimmste Klassenfahrt der Welt. Das hat sich alles in der 5. Klasse abgespielt und normalerweise ist ja in der 5. Klasse so, alles ist fröhlich, wirklich toll und sowas. Bei mir war es einfach mal die schlimmste Klassenfahrt der Welt, die war wirklich so hart. Natürlich ist die Busfahrt eher war das Geilste an der Klassenfahrt, das kann mir natürlich keiner sagen. Und dann sind wir jedenfalls da angekommen und wir durften natürlich keine Handys mitnehmen und durften keine Cola trinken. Und ich und Freund haben da gar nicht mehr dran gedacht und haben uns dann einfach eine schöne Cola gesnackt. Und was passiert? Wir sind im Zimmer und merken, dass wir eigentlich gar keine Cola trinken dürfen. Wir natürlich voll in Panik denken so, oh mein Gott, die schmeißt uns hier raus, weil wir verschissen nochmal Cola getrunken haben. Und was passiert? Sie kommt natürlich rein und sagt dann so, ja, ich will jetzt mal euer Zimmer kontrollieren, ob das auch ordentlich ist. Da findet sie die Cola und schnauzt uns erstmal absolut an. Wir hatten schon so richtig Angst, dass sie findet, was passiert. Sie findet sie natürlich. Natürlich kann es bei der einen Sache nicht geblieben sein. Dann sitzen wir so am Frühstückstisch, essen so. Und dann kommt auf einmal ein anderer an, beleidigt uns so. Ich denke mir natürlich nichts, hab da nichts gesagt. Auf einmal beleidigt ihn mein Freund und ich bekomme dafür Ärger. Er so, ja, das war ich. Er soll jetzt keinen Ärger bekommen. Die Lehrerin hat mich so hart gehasst. Die hatte gar keinen Bock mehr auf mich und meinte dann, ich darf nicht mehr ins Wasser. Aber egal, in der Ostsee muss man ja gar nicht ins Wasser. Dann sind wir natürlich am Wasser. Ich darf natürlich nicht rein. Und ein Freund dachte sich so, ja, ich will auch nicht rein. Wir machen dann natürlich eine Sandburg. Wir bauen eine Sandburg, sitzen daran 3 Stunden oder so. Und da rennen so ein paar kleine Spastenkinder aus unserer Klasse einfach drüber. Dann dachten wir uns nichts, sind dann einfach kurz weggegangen, haben uns 2 Bälle gekauft, sind damit so wieder zum Strand, wollten uns damit ein bisschen zuwerfen. Was passiert uns? Er fällt uns natürlich ins Wasser. Dann spielen die Kinder aus unserer Parallelklasse damit. Wir wollten sie schon natürlich verprügeln, so aggressiv wie wir an dem Tag waren. Dann habe ich einfach so ein bisschen nachgedacht und dachte mir noch so, wenn du jetzt einen verprügelst, weißt du, dass deine Mutter antanzen kann. Dann natürlich neuer Tag, neues Glück, dachte ich mir natürlich am Anfang. Dann nehme ich mir natürlich 2 Stückchen Butter, weil ich dachte, eins reicht nicht. Bleibt davon was übrig. Meine Lehrerin erstmal so, du frisst jetzt die Butter. Ich kann mir schön so, keine Ahnung, 10 Gramm Butter reinhauen. Ich glaube, das zeige ich euch am besten jetzt mal mit einem kleinen Sketch. Jo, lass denn jetzt aufs Zimmer gehen, ne? Sag mal, Janik, was hast du denn dann noch auf deinem Teller liegen? Ob sie es mir glauben oder nicht. Aber das ist ein Stück Butter. Ja, natürlich, das kann ich auch schon sehen. Aber das wird aufgegessen, mein Freundchen. Ich glaube, das hat einfach schon alles erklärt. Na, ich wollte dann sagen, das war's jetzt von dem Video und haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.